Den habe ich gerade getrunken, entschuldigen. Ja. Lass mich heute mal ein bisschen kürzer. Ich kann ja wirklich, wir sind beide jemand, welche, die echt ausschweifen können. Damit du es ein bisschen einfacher hast, kannst du. Du, da sind wir schon drüber. Und du wusstest eben nicht, was du tust, als du gesagt hast, wir machen das mit, du machst das Gemeinsam. gemeinsam mit uns beiden. Ne, wir sind die Meister dann auch jetzt hake ich mal schnell da rein. Und dann redet man immer so übereinander und Ja. das Ja, kann aber das sehr Schlimme ist, ich anstrengend. mache das auch. Jetzt sind wir schon drei. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Bergmanns Bühne und einer neuen Folge der Miniserie Open Air. Bitte sehr, mit einem fetten Ausrufezeichen. Heute begrüße ich gleich zwei Gäste aus einer aktuellen Open-Air-Produktion und die könnten wieder hochkarätiger nicht sein, wie ich finde. Zu Gast sind die wunderbare Navina Heine und der großartige Thomas Borchert. Und die beiden sind zwei der HauptdarstellerInnen der Dracula-Produktion in Ulm. Darüber werden wir gleich sprechen. Wenn dir gefällt, was du hier siehst, dann drück bitte jetzt hier auf Abonnieren, wähle auch das Glöckchen aus und da alle Benachrichtigungen und schreib mir hier unten, wo du Navina Heine oder Thomas Borchert schon erleben durftest und ob du zu Dracula nach Ulm fährst oder vielleicht was du am Theater Ulm schon alles gesehen hast. Und jetzt wünsche ich ganz viel Freude mit einem hochspannenden XXL-Gespräch mit zwei wunderbaren Gästen. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich auf Bergmanns Bühne die großartige Navina Heine und den einmaligen Thomas Borchert. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass wir da sein Ja, wir dürfen. freuen uns sehr. Sehr, sehr gerne, ihr Lieben. Ich hätte es mir auch ganz leicht machen können, einfach nur sagen können, die Heines, oder? Ja, Stimmt. das allerdings war, ja. Aber Ja. dann glaub ich, weiß kaum einer, wer da wirklich gemeint ist, weil ich glaube, Thomas ist als Heine noch nicht so bekannt. Oder im Amerikanischen oder Englischen würde man ja sogar sagen, the Heinies. Ja, da Die sitzen sie, Heinies. die Heinis. Der Herr hat den Namen der Dame angenommen. Respekt, Thomas. Ja, ne, ich bin auch ganz stolz auf meinen Mann. Ja, danke. Also für mich war das dann eigentlich eine Selbstverständlichkeit, als Navina sagte, ich würde eigentlich sehr gerne meinen Namen behalten. Da habe ich gar nicht lange gefackelt und habe gesagt, ja klar, ist kein Problem, denn ich kann ja meinen Namen noch als Künstlernamen weiterverwenden. Ja, und das Schöne war ja, Thomas ist ja einfach dann doch auch so romantisch, dass wir hätten ja auch einfach beide unsere Namen behalten können. Das machen ja Ja, mittlerweile auch viele. stimmt. Aber da war Thomas dann auch so, dass wir wollten gerne auch gleich heißen. Das Ja. ist dann schon schön, dass man eben sagen kann, die so und so, die Heines oder die Borchert und Ja, so. genau. Aber da merkt man als Mann auch mal, wie verwirrend das für Frauen seit irgendwie Jahrhunderten ist, wenn sie plötzlich einen neuen Namen haben, ja? Ja, genau, stimmt. Ja. Ihr Lieben, ich glaube, ich behaupte das jetzt einfach mal, ihr seid die ersten Gäste, die ich hier haben darf, die echt gerade proben für etwas, was in echt live vor Menschen aufgeführt werden soll. Wahnsinn. Deshalb bin ich umso dankbarer, dass ihr Zeit habt gerade. Ja, es ist unfassbar, dass wir endlich wieder proben dürfen. So schön. Es macht so viel Spaß und wir bibbern leider doch auch immer noch ein bisschen, weil die Inzidenz hier in Ulm sehr hoch war die ganze Zeit. Okay. Es dürfen dann erstmal nur 100 Leute rein. Und wenn du eine Tribüne hast mit 1600 Leuten, wie soll sich das da rentieren, wenn nur 100 Leute Ja. rein? Aber also wir wollen spielen und wir werden spielen. Die Frage ist nur, mit wie vielen Zuschauern. Ja, und es ist natürlich auch immer sehr schade für die Stimmung, finde ich, mal davon abgesehen, dass sich das für den Veranstalter dann irgendwann kaum noch lohnt. Aber es ist für uns eben auch so schade, wenn da jetzt nur 100 Leute sitzen auf so Ja, einer klar. riesigen Bühne und die auch noch mit Abstand zueinander. Du weißt ja selbst, wie das dann ist. Wie soll da so eine richtige Stimmung Ja, aufkommen? ja. Sowas ist sehr, sehr schade. Aber das große Aber ist, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ja. Denn wir sind ja schon so dankbar und freuen uns ja schon so wahnsinnig, wenn wir überhaupt spielen Ja, dürfen. Ne? richtig, richtig. Und weil du gerade gefragt hast, Navina, wer wird denn dann da sitzen? Meine Antwort an euch ist erstmal, ich, hier ist mein Ticket. Ja, Ich werde da jawohl. sitzen und zwar am 19.06. werde ich da sitzen, auch im Viererblock. Also wir sind dann vier aus zwei Haushalten, das passt schon alles. Sowieso sind wir dann schon alle durchgeimpft und so dürfte eh unproblematisch sein. Ich
bin schon mal da. Und wegen Stimmung haben wir ja vielleicht, und wir werden ausführlich natürlich gleich über Dracula sprechen, das Glück, dass jetzt Dracula nicht so das Partystück ist, wo es drauf ankommt, dass das Publikum Mina, Mina macht, sondern es ist ja eher was Tragisches. Ne? Ja, stimmt. Ja, klar. Da darf man ruhiger sein. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, am Anfang meiner Videos die Biografien meiner Gäste darzulegen. In eurem Fall ist das, finde ich, ein hoffnungsloses Unterfangen, weil ihr beide natürlich schon so unfassbar viel gemacht habt. Das würde mehr als ein Video dauern, wenn wir da komplett drüber sprechen würden. Gerade bei Thomas, da kommen wir auch noch hin, du hättest und hast eigentlich auch 2020 dein 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert, was da an Rollen und Shows zusammengekommen ist. Deshalb habe ich mir überlegt, machen wir doch, Überraschung, ein kleines Vier-Fragen-Partner-Karriere-Quiz. Oh nein. Wow, okay. Ja, das wusstet ihr nicht. Das heißt, ich muss seine erraten. Bam. Oh je, oh je, oh je. Das war und wir nicht. Fangen natürlich mit der Dame an. Also es wird jetzt so sein, du hast es genau richtig erfasst, Navina. Ich stelle dir Fragen zu Thomas' Karriere. Und Thomas, dir stelle ich 4 Fragen zu Navinas Karriere. Und okay. Am Ende gibt es eine Bonusfrage für euch beide. Die erste Frage, liebe Navina, und da hast du gerade auf deinem Kanal, auf den wir auch noch kommen werden, mit Thomas drüber gesprochen. Deshalb baue ich drauf, dass du das weißt. Okay, gut. Wie hieß Thomas' Rockband, mit der er 1988 etliche Musikpreise eingeheimst hat? Das war Cakewalk. Bam. 5 Punkte. Yay. Musik hast du schon mit 4 gemacht. Du hast mit 4 angefangen, Klavier zu spielen, hast mit 8 deinen ersten Unterricht im Klavier bekommen, mit 12 deinen ersten Song geschrieben, mit 13 deinen ersten Auftritt gehabt. Dann kam eben hier Cakewalk mit Preisen überhäuft, Abi, Stage School of Music, Dance and Drama, übrigens auch die Schule, auf der ich war. Und dann hast du während der Ausbildung schon den Rum-Tum-Tugger in Cats gespielt. Ja, das war tatsächlich echt irre. Hättest du mich damals gefragt, so mit... Ich sag mal, ja, eben so mit 16, 17 oder sogar noch mit 18 Jahren, ob ich denn vielleicht eine Musical-Karriere ansteuern würde, hätte ich gesagt, nö. Das war eine echte Überraschung für mich. Es hat sich echt alles ergeben. Also das ging damit los, dass die Mutter eines Freundes von mir, die kam auf einmal mit einem Zeitungsausschnitt von der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Da stand also drin, hallo Leute, es gibt in Hamburg eine ganz neue Ausbildungsmöglichkeit. War neu, ja, gab es gar nicht. Ja, eine Allround-Ausbildung. Überhaupt in Deutschland gab es noch keine solche Schule. Richtig. Damals. Für mich so als damals Unentschlossenen war das eigentlich so ein gefundenes Fressen. Ich dachte mir, Mensch, ja, klingt gut, mache ich doch mal. Habe dann dort vorgesungen und vorgesprochen, habe diese Aufnahmeprüfung geschafft, bin sofort angenommen worden und dann nahm eigentlich das Ganze seinen Lauf. Und das Verrückte ist, dass ich, als ich dann Cats machte, und das würde jetzt viel zu weit führen, wenn ich das alles erzähle, also wie das passiert ist, das sind auch lauter solche Zufälle, oder man könnte sagen, Schicksal, Fügung im Leben. Selbst als ich dann Cats gespielt habe, war das für mich so ein Ausflug. Das war so, okay, ich mache das jetzt mal und es ist auch spannend und toll, aber ich will eigentlich immer noch mit meiner Musik um die Welt touren und ich will mit meiner Band weitermachen und hoffentlich einen Plattenvertrag bekommen. Das war irgendwie noch gar nicht so in meinem System. Ja, und jetzt sitze ich hier und bin jetzt fast 31 Jahre lang immer noch in diesem Ausflug. Und es ist ein schöner Ausflug und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist auch für uns ZuschauerInnen ein sehr, sehr schöner Ausflug. Allerdings dem Rocker in dir bist ja eigentlich immer treu geblieben. Letztlich Rum-Tum-Tugger ist der Rocker unter den Katzen. Und hier kommen wir natürlich auch noch hin. Das hat auch gerockt wie Schifferscheiße. Oh ja. Zweite Frage für Thomas über Navina. Da bin ich jetzt gespannt. In der ersten Ballettaufführung, die Navina mit 5 Jahren gemacht hat. Ach du Scheiße. Navina stand 5-jährig als Ballettelevin auf der Bühne und hat in dieser Aufführung 3 verschiedene Figuren gespielt. Ich sage nicht 3 verschiedene Tiere, denn es waren nicht alles Tiere. Sie hat 3 verschiedene Figuren gespielt in ihrer ersten Ballettaufführung. Welche? Eine Melone, ein Maschendrahtzaun und als drittes ein Telefonhörer.
Ich habe keine Ahnung. Es tut mir so leid, meine Süße. Na ich toll, weiß es nicht. Es war so schön in der Philharmonie in Berlin. Es war gleich so ein tolles Haus. Zwei Tiere, da kannst du jetzt irgendwas reinschreien und etwas, was sonst am Himmel strahlt. Natürlich ein Stern. Ja. Okay, ein Stern. Dann vielleicht ein Reh? Nee. Ein Hase? Nee. Eine Antilope? Ein Fliegen? Ein Flugschaf? Ja. Ein Flugschaf? Flugschaf lasse ich gelten, es war ein Täubchen und ein Schäfchen. Habe ich gefunden. Wo du das gefunden hast. Ja. Das habe ich gefunden auf musicalspot.de, wo ich mich bedanke, weil die haben so ein Darstellerprofil von dir und da habe ich hab ja meine Recherche. Zähle ich jetzt einfach mal als Punkt, lieber Thomas. Genau, du hast praktisch schon. Nee, den habe ich nicht. Nein, den hat er nicht. Nee, den hat er nicht. Okay. Den habe ich nicht verdient, also muss ich ehrlich sagen. Lavina, du hast von klein auf gesungen, getanzt, gespielt, unter anderem eben diese drei bezaubernden Rollen und bist von 2004 bis 2008 auf die August Everding, auf die Bayerische Theaterakademie, da hast du gelernt. Genau. Ja, ich habe kein Schaf zur Aufnahmeprüfung gemacht. Also so eine Aufnahmeprüfung dann zu bestehen, das ist einfach schon mal das Größte. Und ich weiß, bei mir war meine Mutter auch recht streng und hat gesagt, okay, du musst es an der staatlichen schaffen, sonst unterstützen die dich da nicht. Wow. Und deswegen hatte ich da auch den Druck und musste, und dann war es ja auch so. Und dann hat es geklappt und da war ich dann echt, echt froh. Lavina, jetzt kommt was sehr Überraschendes. In welcher großen deutschen Musical-Show habe ich, wenn es auch nur für wenige Minuten war, zusammen mit Thomas auf der Bühne gestanden? Elisabeth. Was hast du denn gespielt? Naja, ich darf ich weiß jetzt... Cats und Snoopy und darf was kam jetzt danach? Nicht? Aha. Weiß ich nicht. Lemis. Haha. Buddy natürlich. du warst in Buddy mit drin. Derniere Buddy Holly, April 2001. Da haben alle ehemaligen Buddies und alle ehemaligen Richie Valences, ich war Richie Valence, Walk-in-Cover, haben zusammen auf der Bühne gestanden. Und Thomas und ich haben, er weiß es auch nicht mehr, weil die Bühne war voll, und alle Buddies haben ständig durchgewechselt in der Nummer, alle Richie Valences. Und zu einem Zeitpunkt standen wir beide zusammen gemeinsam auf der Bühne. Es gibt so Seitenbühnenfotos, wo, die habe ich jetzt privat zugespielt bekommen, wo ich mit unterschiedlichen Buddies auf der Bühne stehe. Leider von dir keins, nur von allen anderen. Aber da haben wir zusammen auf der Bühne gestanden. Ah ja, lustig. Irre. Ja, ich erinnere mich wirklich nicht so genau. Ich auch nicht. 20 Jahre her, Thomas. Also. Ja. Weil dafür bin ich dann ja extra nochmal gekommen. Es war ja irgendwie dieser Gag mit, ne, alle, die schon mal gespielt haben, kommen da zusammen. Ich habe ja nur die deutschsprachige Erstaufführung. Ja, weil das bist du hier vorne drauf. Genau, Ende 94, Dezember 94 und habe dann bis Anfang 97 gespielt dort und dann nicht mehr. Genau. Das heißt, das war dann eben ja so ein, genau, nochmal so ein einmaliger Event, lange nach Aber Elisabeth. Michael, bist du auch schon so alt? Ich bin altersmäßig, zumindest meiner Recherche nach, ziemlich genau in eurer Mitte. Ah ja. Ah ja, okay. Also ja, ich bin auch schon aber so alt. Aber ja, hast du gut gehalten. Das ist nur die Eigenfettunterspritzung hier. Das ist alles. Thomas, Navina hat von 2010 bis 2012 am Theater für Niedersachsen gespielt und hat da etliche Shows gespielt. Nenne mir drei. Oh, drei? Ach, das kriegst du hin. Ich habe 9 im Angebot. 3 kriegst du hin. Auweia. Also, sie hat ein ganz tolles Stück gespielt. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, dass ich auf den Titel komme. Sideshow. Yes. Ein ganz, ganz mein Liebstes. Eins meiner tolles Sideshow. Stück, was ich leider nie gesehen habe. Und das ist so eins dieser Stücke, da denkt man sich dann, ach, hätten wir uns doch schon ein bisschen früher kennengelernt, hätte ich das doch mal mitbekommen, ne? Bonnie and Clyde natürlich. Das war Bielefeld schon, okay. Siehste, ich weiß gar nicht so viel, also jetzt nicht wirklich die Shows, die du gespielt hast zu dieser Zeit. Denk mal, also zur Sideshow kann ich ja kurz einwerfen, wieder mal als Fun Fact, war die deutsche Erstaufführung. Du warst Daisy, großartig. Ja. Ich liebe die Show auch sehr, durfte sie zuletzt recht klein, aber sehr intim inszeniert in London sehen. Liebe Sideshow, die powersten Frauenduette aller Zeiten. Geilere Frauensongs gibt es überhaupt nicht.
Ja, und ich verstehe gar nicht, warum es so wenig gespielt wird. Ich finde das so toll und ich finde das so eine herzzerreißende Story. Und ich hatte damals ja dann auch die Biografie von den Zwillingen gelesen und so. Und wo du denkst, mein Gott, und die gab es wirklich. Und du kannst einen Film sehen, wo du die siehst. Und das herzzerreißende dann am Ende und sie denken, sie haben es geschafft und endlich. Und dann heißt es ja, ihr dürft im Film mitspielen und der heißt Freaks. Also so, man, echt, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Das ist wirklich. Denk mal an einen Alan Menken-Klassiker, schlechthin. Genau. Den wir auch in It Takes Two haben. Und wenn man den Text vergisst. Fun Fact, Leute, Fun Fact. Siehst du hier, so kann ich nicht. Unter Druck, ich kann so nicht. Ja, Es tut mir leid, ich wollte nur ein bisschen Freude verbreiten. Ich wollte keine Prüfung. Ihr müsst keine Prüfung bei mir ablegen, um Gottes Willen. jetzt gibt es den ersten großen Tierstreich, die du jetzt hervorrufst. Ja, Ja, und genau. Bergmanns Bühne war live dabei. Komm, ich helfe dir. Navina war unter anderem die Crystal im Horrorladen. Sie war unter anderem zu sehen in Sweet Charity, Children of Eden, Man of La Mancha und. Du hast da richtig Stimmt, Meter Man of La gemacht. Mancha. Natürlich, ich Idiot. Man of La Mancha und natürlich auch Kleiner Horrorladen, das hätte ich wissen müssen. Wie viele verschiedene Musicals, nicht Rollen, das ist wichtig, weil der Thomas hat manchmal im selben Musical verschiedene Rollen gespielt. Wie viele verschiedene Musicals hat Thomas in Wien gespielt? Und ich spreche von den großen Teilen. Ich schätze mal, Es sind gar nicht so viele. ich hätte jetzt gesagt fünf. Bam, fünf. Das ist Wirklich? zumindest, was meine Recherche ergeben hat. Hey, wow. Ja, Applaus, stimmt. Bravo. Der Thomas darf mich gerne korrigieren. Der Thomas hat Elisabeth gespielt in Wien, den Lucchini, den Tod, also schon mal zwei Rollen im selben Stück, den Leopold Mozart und den Colloredo in Mozart, logisch, den Dr. Jekyll, Mr. Hyde in Jekyll and Hyde, den Paron in Evita und natürlich den Grafen von Krolok in Tanz der Vampire. Fünf. Habe ich recht, Thomas? Du hast vollkommen recht. Also fünf Rollen bei den Vereinigten Bühnen Wien. Aber wenn wir es genau nehmen wollten, dann müssten wir jetzt das Metropol dazu nehmen. Und da ist jetzt quasi die Quizfrage an dich, ob du so weit in die Tiefen der Musical-Katakomben Komm, recherchiert gib's mir, hast. komm. Sag. Sag mir bitte, welches Musical habe ich im Wiener Metropol damals in Wien gespielt? Ich nenne es jetzt mal, es war eine Hausproduktion des Wiener Metropol. Ja, das hatte ich irgendwo drauf, verdammt. Guck mal, ich habe hier echt ordentlich Fängt mit Meter B gemacht. an. Beruhige dich, ich weiß es auch nicht. Monty Python. Welches Musical haben Ah, die? Spamalot kommt auch gleich. Ah, in Spamalot gibt es eine Rolle, die Lady of Navina the spielt. Lake. Ja, und was ist das? Was ist die? Wie würde man diese Frau Eine bezeichnen? Diva. Die Diva. Was? Das hatte ich drauf. Scheiße. Schneide ich. Das hatte ich drauf. Das hatte ich drauf. Divas, du Ja. hast Divas gespielt, genau. Wir müssen natürlich ganz kurz bei Tanz der Vampire anhalten, Thomas. Ich bin kein Freund der Grafendiskussion. Was ist die Naja, Grafendiskussion? dass Tanz der Vampire-Fans immer wieder drüber diskutieren, wer ist der beste Graf, wer ist der beste Graf. Ach Da so, werden okay. dann da Videos eingestellt, da wird der Ton bewertet. Dann wird sich da richtig angegangen. Also das ist ja manchmal ein bisschen hysterisch, was da Okay, passiert. Ich habe da sogar online einen wissenschaftlichen Artikel drüber gefunden. Ist kein Scheiß. was? Ja, es gibt ein Wissen, eine wissenschaftliche Arbeit über die Grafendiskussion der Tanz der Vampire. Das kann Hatte aber ich nicht hier, wahr sein. ja, Ach, hatte ich hier in Scheiße. einem Video mit Jonas Heim. Unglaublich, ja. Ah, Also gibt es denn auch so richtig Grafen-Bashing, wie man so ja, schön. total. Jeder ist besetzt worden. Das hat jemand entschieden. Also hat jeder, der da steht, schon mal seine Berechtigung. So. Ja. Weil die Leute besetzen sich nicht selbst. Ich möchte aber den einen Satz dazu sagen, du bist mein Graf. Ich habe viele, viele Dankeschön. Grafen gesehen, aber du verkörperst für mich das, was ich sehen will, wenn ich den Grafen sehe. Ich durfte dich das erste Mal erleben, damals in Hamburg 2004. Und da wusste ich, du bist mein Graf innerhalb dieser Grafendiskussion. Ja, Ich habe toll. mich auf dich festgelegt und das hast du mir nochmal bewiesen in der anderes Thema, leider schon sehr downgestrippten Version in Stuttgart. Durfte ich dich wiedersehen. Hier ist ein sehr liebevoll gestaltetes Programmheft der Stage Entertainment. Da hast du mir nochmal gezeigt, das ist großartig, was du da machst. Und ich darf mich herzlich bedanken dafür. Das ehrt mich wirklich sehr. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Und wir haben es gleich geschafft mit unserem Superkeim-Quiz, das ungefähr 10 Jahre länger dauert, als ich dachte. Thomas, du hast es schon gesagt, Navina hat The Lady of the Lake gespielt. An welchen beiden Theatern? Mainz, das war aber schon, glaube ich, das zweite. Und ja. Theater. Und das erste war, war das nicht irgendwo im Ruhrgebiet? Nee. Im Norden. Oh, im Norden? Ja. Lüneburg? Nee. Unsere Dachdecker kommen dahin her. Fängt O an. Oldenburg. Ja. Nee. Oldenburg. Ja, okay, alles klar. Lady of the Lake in Spamalot. Ja, auch eine meiner Lieblingsrollen. Hm. Ich liebe es. Oh mein Gott, und dieses Stück ist so toll. Ich könnte es eigentlich ununterbrochen spielen. Also von mir aus könnte ich das jetzt so mein Leben lang immerhin so nebenher ab und zu immer die Lady of the Lake. Hört und ich würde gern mal mitspielen. Ich würde auch so gern mal in ich diesem Stück spielen. Ich finde, er wäre ein total toller Artus. König, das kriegt ihr doch hin. Ja. Ihr habt es zuerst gehört. Navina Heine, Thomas Borchert, bitte besetzen gemeinsam ja, in Spamalot. 2022 ja. An ihrem Theater des Vertrauens. So. Navina, welches Musical? Ah, jetzt mal ganz kurz. Ihr seid ja mit ihm persönlich bekannt. Ist es Frank Wildhorn oder Frank Wildhorn? Wildhorn. Wildhorn. Das ja. Wird immer wieder, keiner weiß es, aber euch kann ich fragen, weil ihr kennt ihn. Also, welches Musical hat Frank Wildhorn eigens für Thomas Stimme gesprochen? Das ist ja easy. Die kriegt aber auch so leichte Fragen. No. Ja, der Graf von Monte Cristo natürlich. Richtig. Wie kam denn sowas, Thomas? Wie kommt es, dass ein weltberühmter Komponist zu dir kommt und sagt, komm, ich schreibe dir ein Stück? Also, wir haben uns kennengelernt, Frank und ich, das muss so 2001 gewesen sein, in Wien, als ich Jekyll and Hyde gespielt habe. Sein eben bekanntestes Stück eigentlich. Und er war so begeistert von meiner Darstellung, vor allem des Hyde. Er sagte wortwörtlich, ich habe noch nie einen Hyde gesehen, der mit solcher Inbrunst und solcher großen Freude die Leute umgebracht hat auf der Bühne. Ja, aber er war wohl auch ansonsten sehr angetan von meiner Darbietung und von meiner Stimme. Und dann haben wir uns wiedergesehen. Also wir sind dann auch in Kontakt geblieben und so. Und wir haben uns wiedergesehen bei Dracula übrigens. Bei der deutschsprachigen Erstaufführung genau. In St. Pauli. Und dann wiederum auch 2007 in Graz, als ich es nochmal gespielt habe. Und das war auch eine Open-Air-Geschichte. So wie wir es jetzt hier auch machen werden. Und da kam Frank tatsächlich mal so für 2-3 Wochen und hat die Proben ein bisschen begleitet. Ja, und eines Tages nach einer Probe sind wir noch was trinken gegangen mit ein paar Leuten zusammen. Frank war auch mit dabei. Und dann saß er so locker neben mir am Tisch. Und dann beugt er sich so ein bisschen zu mir und sagt, weißt du was, Thomas, ich würde mal gern für dich ein Musical schreiben. Wirklich, also so direkt. Und du denkst dir erstmal, ja, okay, ne? Soll ich das jetzt wirklich ernst nehmen oder ist das jetzt einfach nur so ein Spruch? Ich mach dich zum Star. Ja, genau. Dann kam irgendwie nochmal ein paar Tage später, so wie beim Vorbeigehen während einer Probe so, I'm writing a musical for you, Tom. Geil. Dann hatten wir also abgespielt, Dracula abgespielt und wirklich kurz danach rief mich mein Agent an und ich war völlig von den Socken. Als der sagte, es wird nämlich der Graf von Monte Cristo sein. Ich hätte an die Decke springen können vor. Ich wusste über, so wie jetzt auch, ja, klar. Immer noch. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Da schreibt so ein Weltstar ein Musical für dich und dann ist es auch noch dieser tolle Stoff. Mhm. Ich habe das Buch als Kind verschlungen, ja, schon. Die Filme, die Verfilmungen habe ich alle gesehen. Ich fand das so toll. Also unfassbar, ich so beschenkt, ja, so beschenkt bin. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen und es war wirklich toll, eine tolle Erfahrung, weil er es ja wirklich mir auf die Stimmbänder geschrieben hat. Der hat dich irgendwie gesehen, der hat dich erkannt und dann auf den Punkt, toll. Letzte Frage für Thomas. Navina hat Othello darf nicht platzen in Bielefeld gespielt. Was ich geliebt habe, habe ich gelobhudelt wie verrückt drüber, weil ich es großartig fand. Und zwar, die hat ein ganz großes Solo, diese Diana, wo sie virtuos die größten Hits der Opern- und Operettenwelt singt. Es ist irre, was Navina da gemacht hat. Wie heißt dieses Solo? Nur ein Augenblickchen. Wie heißt der Typ? Oh, wie heißt der Sänger?
dem du dich da anbiederst. Nur ein Tito. Ja. Nur ein Tito. Oh, geil. Ja. Das war auch eine meiner größten Herausforderungen. Ja, aber klar. Ich habe diese Nummer gesehen und dachte so, oh mein Gott, ich muss das singen. Ja. Und Bielefeld, ich habe ja in Bielefeld schon Verschiedenes gemacht gehabt, aber die wussten auch nicht so richtig, ob ich das jetzt wirklich könnte. Und dann sollte ich nochmal für eine Arbeitsprobe kommen und so. Und dachte ich, yeah, auf jeden Fall. Und dann habe ich schön nochmal klassischen Unterricht genommen und so. Und dann Wahnsinn. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich dich bewusst auf einer Bühne gesehen habe. Und für mich war da nie die Frage, dass du Klassikerin bist. Ich war dann eher überrascht, was du da rausgebeltet hast bei Rock of Ages. Also, dass du diese beiden Stile so dermaßen drauf hast. Mein großer Respekt. Toll. Dankeschön. Den Respekt hat sie auch von mir und wie. Also, ich bin so stolz auf dich. Ich mag halt, und das ist es ja, es gibt einfach, in jeder Sparte gibt es so tolle Sachen und ich finde es so schade, wenn man denn die anderen Sachen nicht singen kann. Und ich wollte immer gerne alles, also sagen wir, das Instrument so beherrschen, dass ich alles singen kann. Ja. Klar wird es immer eine Opernsängerin geben, die besser singt, und klar gibt es einen Rocker, der mehr, eine Rockerin, die mehr rockt. Aber das war so, dafür habe ich denn die Vielseitigkeit und ich kann denn das und das mal machen und so. Und, die man ja auch fürs Musical eigentlich braucht, diese Vielseitigkeit. Eben. Und du hast ja gerade gesagt, und das ist ganz wichtig, du hast die Arbeit reingesteckt. Also so ein wirkliches Ausruhen, ich bin angekommen, das gibt's ja da gar nicht. Ne? Nee. Und du hast dann gesagt, ich will das und ich stecke die Arbeit rein und ich trainiere meine Stimme auf diese Rolle. Ne? Ja. Toll. Ihr habt euch kennengelernt 2016 in Fürth bei einer Probe zu einem Duett für Luther. Und dann durfte ich euch eben zusammen erleben bei Rock of Ages Deutsche Erstaufführung in Ulm. Thomas als Stacy Jacks, als verlebter Altrocker und du als Sherry, die sich eben die Seele aus dem Leib gebeltet hat. Und da schließt sich meine Frage an. Ihr habt nämlich praktisch während kurz nach Rock of Ages geheiratet. Jetzt kommt die Zusatzfrage, die Zusatzpaarfrage, wer sie zuerst beantwortet hat, gewonnen. Wann ist euer Hochzeitstag? 18.8. 18.8.18. Du hast gewonnen, Navina. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Das Paarquiz. Jetzt kommen wir mal zu Dracula. Und zwar probt ihr, wissen wir alle, gerade Dracula im besagten Ulm. Navina, du hast deinen richtig tollen YouTube-Kanal, der heißt wie du, Navina Heine, aber du hast da ein neues Format, Navina Offstage, wo du so ein bisschen Behind the Scenes of Dracula machst. Da stellst du die Cast vor, da gibt's das gesungene Interview, was ich total lustig finde. Du zeigst Bühne, du zeigst Kostüm. Wie bist du drauf gekommen, das in deinen Kanal mit reinzunehmen? Und was ist deine erste Berührung mit Dracula gewesen? Also jetzt nicht nur mit der Musical-Version, sondern der Materie Dracula, Bram Stokers Dracula. Was mein neues Format angeht, war ziemlich pragmatisch. Ich hatte ja angefangen, eigentlich so bei mir und auf der Baustelle so Bauvideos zu machen. Und da wir wussten, dass wir jetzt für ein paar Monate eben in Ulm sind, dachte ich, ja, aber eigentlich möchte ich weiter Videos machen. Was machen wir denn da? Und dann kam mir die Idee, dass ich kleine Videos mache, wo ich die Darsteller vorstelle und womöglich auch richtig in die Gewerke gehe und auch mal zeige, was alles für Leute am Theater arbeiten. Gerade jetzt eben in der Pandemie, finde ich, ist es auch so wichtig, um zu zeigen, was Theater eigentlich alles noch ist und nicht nur ein paar Schauspieler auf der Bühne. Ja, ich habe mich gefreut. Es war für mich jetzt auch so das erste Mal, so ein bisschen so Interview machen und gesungenes Interview. Ich habe ja so ein bisschen eigentlich ein Klaviertrauma, dass ich da jetzt dann so stümperhaft Klavier spiele, aber ich finde, es wird besser. Und Dracula, also ehrlich gesagt, meine Erfahrung mit Dracula, ich mag es halt gerne lustig. Und ich glaube, mein erster Dracula war wirklich der Film mit Leslie Nielsen. Tod, aber glücklich. Ich wäre auch immer noch dafür, Dracula als Komödie zu spielen. Ja. Aber nein, wir machen die schöne Wildhorn-Variante. Und, mit tollen Songs. Mit tollen Songs, toller Musik. Wildhorn schreibt einfach immer so für das Herz. Ne? So, und daher freue ich mich jetzt, dann diese Version singen zu dürfen. Und sie singt einen der schönsten Titel, finde ich, die Frank geschrieben hat. Das ist Nebel und Nacht. Das Nebel und Nacht ist wirklich schön. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Ja.
den Thomas zu fragen, was war deine erste Berührung mit Vampiren, ist ein bisschen schwierig, weil der Thomas halt so alles weggespielt hat, was Vampire so hergeben auf deutschsprachigen Bühnen. Aber du warst in der deutschsprachigen Erstaufführung in St. Gallen schon zu sehen, du hast das gesagt, als Dracula, dann später in der österreichischen Erstaufführung, da bist du auch auf der Cast-CD. Kannst du ein bisschen was erzählen, inwiefern unterscheidet sich jetzt die Ulmer Inszenierung zu den anderen Draculas, die du bisher gespielt hast? Was ist vielleicht der Reiz, das neue Entdecken? Es ist tatsächlich eine ganz neue Inszenierung, die sich auch glücklicherweise, finde ich, eben nicht zu viel abschaut von denen von vorher. Und das finde ich auch ganz persönlich für mich viel spannender, als wenn da jetzt etwas einfach nur wiederholt würde, selbst wenn es gut wiederholt würde. Wie Navina vorhin schon so schön gesagt hat, wir Schauspieler, wir Sänger, wir Bühnenmenschen, wir leben natürlich auch gerade von der Herausforderung, immer wieder neue Sachen zu machen, zu entdecken. Und wenn es ein Regisseur schafft, mit einer Inszenierung diese Entdeckungslust, diese Abenteuerlust, diese wirklich kindliche Abenteuerlust in einem Schauspieler hervorzurufen, dann ist das schon mal richtig gut. Und das, würde ich jetzt mal sagen, gelingt hier. Oder es ist schon in den Proben gelungen. Ich merke zwar, dass ich hier und da mal, hätte ich gar nicht gedacht, nach so vielen Jahren, ich habe das ja das letzte Mal vor 14 Jahren gespielt, dass ich aber hier und da dann doch mal in die Grazer Übersetzung, in die österreichische Übersetzung rutsche. Wir spielen ja jetzt hier die originaldeutsche Übersetzung, die ich in St. Gallen vor noch längerer Zeit gesungen habe. Und das Witzige ist, dass ich unfreiwillig plötzlich dann in die andere Übersetzung rutsche, dann völlig raus bin manchmal und zur Premiere werde ich es dann auch hoffentlich schaffen, dass ich dann auch eine Übersetzung singe und nicht ein Kauderwelsch aus zweien. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt tatsächlich auch das Stück und die Songs neu entdecke. Dadurch, dass der Regisseur sich tatsächlich auch die Freiheiten nimmt, es ganz neu zu inszenieren und zu interpretieren. Es gibt so Schauspieler, die ziehen für eine bestimmte Rolle oder für jede Rolle ihre eigene Unterwäsche an. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich für jede Rolle, die ich gespielt habe, die hatte ein eigenes Parfum. Mir war es wichtig, ich war jemand, der ist immer so von außen nach innen gegangen. Das hat mir sehr geholfen. Und das Parfum hat dann die Rolle in mir ausgelöst. Ich habe dich mit Zähnen gesehen in Navinas Offstage-Videos. Sind das neue Zähne oder sind es alte Zähne? Es sind alte Zähne, ja. Aha. Da freut sich das Theater auch, wenn sie das nicht noch extra machen. Ja, das ist teuer, ne? Das ist richtig teuer. Ich denke auch. Ja. Ich kann die Hauer ja noch mal ein bisschen anschleifen lassen. Ja, genau. Frisches Blut gibt es dann. Ich persönlich finde, die Cast in Ulm ist absolut exquisit. Philipp Schwarz spielt Jonathan Harker. Mena Murray wird gespielt von Alexandra Joanna Alexandrova. Van Helsing von meinem lieben Freund Patrick Stanke. Und du, Navina, bist Lucy. Kannst du ein bisschen was über deine Lucy erzählen? Also Lucy ist einfach ein wahnsinnig sehr lebensfroher Mensch, sehr offenherzig und sehr gerne flirtend, nimmt so alles mit, was nicht anbrennt. Was sagt man dann? Was nichts nicht anbrennt. was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Oder lässt nichts anbrennen, so rum. Ich tausche immer sehr gerne so eine blöden Sprichwörter. Ja, ist sehr empfänglich, sehr empfindsam. Deswegen kommt sie, also ist sie auch die Erste, die eben kommt, wenn Dracula eigentlich Mina meint. Ich denke so, oft, da ruft jemand. Abenteuerlustig ist die ja, auch. Abenteuerlustig, genau. Und ein bisschen draufgängerisch. Sagt mal, so ein Vampirblut, da hat ja Thomas massiv Erfahrung mit. Das gibt's ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Erdbeer und so. Und ihr müsst es ja teilweise auch in den Mund nehmen. Was für einen Geschmack hat denn euer Blut in Ulm? Noch gar keinen, denn noch haben wir kein Blut schlecken dürfen. Also wir sind noch nicht in den Genuss gekommen. Mal schauen. Aber vielleicht dürfen wir unsere Wünsche äußern. Ganz lustige, ich habe Bluterfahrung nur mal, ich hatte mal so einen Low-Budget-Horrorfilm-Dreh gemacht. Das war das erste Mal und auch das einzige Mal, dass ich Kunstblut geschmeckt habe. Aber ich kann mich nicht mehr an die Geschmacksrichtung erinnern. Ich kann dir darauf auch nicht antworten, obwohl ich ja schon so viel von Kunstblut im Mund hatte. Das sind ja so kleine Säckchen,
zum Beispiel, die man dann eben, die ich, mit denen ich tatsächlich sogar dann auch als Graf von Krolock gesungen habe. Das habe ich dann irgendwo da hinten drin, in der Wangenbackentasche sozusagen, irgendwo da drin und singe dann damit noch ein paar Phrasen, weil ich das nicht wollte. Ich hatte keine Lust darauf, sowas dann irgendwie heimlich mich da mal irgendwie umzudrehen auf der Bühne und es mal schnell in den Mund zu stecken. Und dann habe ich damit sogar noch ein bisschen gesungen und irgendwann, wenn es soweit ist, dann holst du das mit der Zunge nach vorne, wenn du dann am Hals bist, schnell nach vorne holen und dann beißt du drauf und dann fließt das Blut. Da ich aber tatsächlich nie wirklich so viel von diesem Blut dann selber noch geschluckt habe, sondern okay, das eigentlich ja auch alles so auf den Hals habe laufen lassen oder sogar drauf gespuckt habe. Ja, damit da viel, bei den großen Biss muss das ganz viel sein, da musst du halt schauen, dass aus so einem kleinen, also einem Mini-Säckchen, das ist ganz wenig, da musst du halt schauen, dass du möglichst nicht schlabberst, sondern oder nicht zu viel selber davon trinkst, sondern da muss schön alles, ich wollte schon sagen, auf die Lucy, wie heißt sie noch? Genau. Sarah. Auf das Opfer muss auf sie drauf. Deshalb, ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Natürlich schmeckt das nach irgendwas, aber ich kann süß immer, ne? Es ist nur wahnsinnig ja, süß. Hätte ja sein können, dass man sich da als Darsteller, der seit vielen Jahren Vampire spielt, was wünschen darf und sagt, also Vanille, das ist mir nichts, mach mal hier mit Erdbeer oder so. Hätte ja sein können. Ja, vegan muss auf jeden Fall sein. Es muss veganes Blut sein. Aber das ist es ja. Das ist es ja. Ihr Lieben, Dracula wird großartig. Ich freue mich total auf Theater. Das muss passieren. Denken wir mal ein kleines Stückchen weiter. Ihr habt euer gemeinsames Du-Programm, It Takes Two. Dein Soloprogramm, Thomas, der Vampir am Klavier, hätte Premiere haben sollen während der Pandemie. Wie geht's denn da mit euch nach Dracula weiter? Also zunächst mal haben wir jetzt tatsächlich, wir freuen uns wirklich sehr darüber, dann doch unseren nächsten It Takes Two Termin, der ist jetzt nur etwas vorverlegt worden, so um eine knappe Woche und haben jetzt gerade die Nachricht bekommen, dass wir eben anstatt am 31. Juli jetzt am 24. Juli unsere Show machen können. Das Lustige ist, dass wir jetzt, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, dass da überhaupt was stattfinden wird, weil es ja erstmal abgesagt war, dass wir jetzt unser Bühnenbild gar nicht mit dabei haben. Und es ist auf der Rückreise von Ulm. Wir spielen ja am 23. unsere letzte in Ulm, ja, die Vorstellung. Und dann sind wir auf der Rückreise sozusagen und fahren dann in Wetzlar vorbei. Mit einem vollen kleinen Auto, was bis oben hin voll ist. Da passt kein Blatt Papier mehr rein. Und jetzt müssen wir also... keine zwei. Ja, und jetzt müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Natürlich wird die Show bleiben. Also die Songs werden natürlich die sein, die wir auch machen. Die Leute dürfen sich auf ein tolles Konzert freuen. Wir werden halt eben bedauerlicherweise nur nicht unsere römische 2 dabei haben, die unser Bühnenbild ist. Aber wir werden uns andere schöne Dinge einfallen lassen und es wird trotzdem, denke ich mal, ein wunderschöner Abend werden, weil wir uns vor allen Dingen ja auch alle so darauf freuen, dass wir endlich mal wieder machen dürfen. Der Vampir am Klavier, ja. Es ist unglaublich schade, dass ich diese Premiere immer weiter verschieben musste. Am 7. Dezember wäre Premiere gewesen im Schmidt-Theater in Hamburg. Ausverkauft war das. Ja, überhaupt die ganze Tournee, die geplant war, war schon so gut wie ausverkauft. Sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Das Ding schlug so toll ein wie eine Bombe bei den Fans. Bin ich sehr dankbar übrigens, ne? Also liebe Fans, ganz toll. Die haben Karten gekauft, wirklich ein Wahnsinn. Aber es wird einen Termin geben. Das Lustige ist nur, es wird dann ein Sommertermin werden. Das heißt also, leider ist jetzt aus dieser Vampir am Klavier, passt ja auch irgendwie besser so in den dunklen so, Winter. Ja, ne? Licht und Vampire, Sonne, auch irgendwie doof. Ja, ne? Ja. Und der Vampir am Klavier muss sich dann eine Sonnenbrille aufsetzen und dann wollen wir einfach mal schauen, ob er das aushält, so im Abendlicht. Aber zum Glück geht dann ja die Sonne auch bald unter. Ich werde einen Open-Air-Termin in Mainz spielen und ich werde einen Open-Air-Termin in Füssen spielen. Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber der Krolock, der führt auch so ein bisschen durch die Show. Den habe ich eingeladen dazu. Und mal schauen, ich hoffe, dass er sich benehmen wird. Und ich werde am Klavier sitzen und werde alle Gassenhauer aus meinen inzwischen schon 31 Jahren Musical zum Besten geben. Ihr Lieben, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich habe noch 538 Fragen hier drauf. Das müssen wir aber wann anders machen.
Ich freue mich total auf Dracula. Ich zeige gern nochmal mein Ticket. Das ist mein Ticket. Ich habe natürlich QR-Code und so habe ich verfälscht, weil niemand soll meinen Platz einnehmen. Ich komme. Ich freue mich. Endlich findet Theater statt. Ja, wir freuen uns auch. Und wir freuen uns auch, wenn du kommst. Ja. Vielen Dank, dass ihr jetzt Zeit hattet während dieser heißen Probenphase. Nee, und wir sind total froh, dass du uns gefragt hast und wir jetzt hier bei dir sein durften, in deinem schönen Format. Wie lieb. Es ist mir eine Ehre, unbedingt bei einer Wiener Offstage reinschalten. Das ist lustig, informativ und einfach total spannend. Es gibt ganz exklusive Backstage-Einblicke. Ich wünsche euch, viele ZuschauerInnen, richtig, richtig geiles Wetter diesen Sommer. Und einfach viel Freude. Genießt es. Dankeschön. Ja, das werden wir. Danke, danke, danke. Und es hat uns echt viel Spaß gemacht. Ja. Und wir hätten jetzt ja noch Stunden weiter mit dir quatschen können. Ich also auch. Wirklich, wir machen das nochmal. Wir freuen uns schon auf die nächste XXXXXL-Folge. So machen wir das, ihr Lieben. Also mach weiter so. Danke. Ja. Alles Liebe. Ciao. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Tschüss. Und das war schon wieder für diese Woche auf Bergmanns Bühne. Wenn's gefallen hat, bitte nicht vergessen zu abonnieren und unter dem Video zu kommentieren und das Video mit euren FreundInnen zu teilen. In 2 Wochen geht's weiter mit einer neuen Episode von Open Air. Bitte sehr. Und ich freue mich schon drauf. Ansonsten gilt wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund. Euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.